Hast du auch einen Schönheitsfehler, über den du dich immer wieder ärgerst oder schlimmer noch, für den du dich sogar schämst und alles dafür tust, damit ihn keiner sieht? Also, ich habe definitiv einen und der ist auch gut sichtbar. Hast du den übrigens schon entdeckt? Den habe ich nämlich schon von Geburt an und in meinen Teenagerjahren, da habe ich sehr drunter gelitten. Aber das ist schon lange Geschichte, nicht weil ich das Ding über Schminke, verdecke oder gar wegoperiert hätte, sondern es einfach als mein persönliches Merkmal akzeptiert habe. Und ich gebe dir jetzt mal vier konkrete Tipps, die mir persönlich sehr geholfen haben und die dich anregen sollen, dich auch mal mit deinem Makel aus einer anderen Perspektive auseinanderzusetzen. Vielleicht hat sich schon am Ende des Videos dein Problem förmlich in Luft aufgelöst oder zumindest einen inneren Prozess gestartet. Also von Geburt an habe ich dieses Feuermal. Es ist immer gut sichtbar. Immer dann, wenn ich etwas Ausschnitt trage, ist es prominent hervorgehoben. Vor allen Dingen im Sommer, wo man ja Ausschnitte trägt. Denn wenn es warm ist, dann sind natürlich die kleinen Gefäße besonders erweitert und das Ganze ist sehr sichtbar. In der Teenagerzeit wäre ich am liebsten ganzjährig mit einem Rollkragenpullover rumgelaufen. Könnt ihr euch vorstellen? Im Schwimmbad habe ich meine Hand ständig so gehalten, einfach um diesen Bereich zu überdecken. Aber was habe ich gemacht? Eigentlich habe ich natürlich genau darauf hingewiesen. Deswegen, Punkt Nummer 1. Wie schlimm ist das wirklich bei dir? Und was tust du zur Ablenkung? Ich erlebe so viele Kundinnen, die zum Beispiel eine viel zu kurze Kette tragen, damit man die OP-Narbe von der Schilddrüsen-OP nicht sieht. Und dafür nehmen sie viele Dinge in Kauf. Ich zeige dir das mal. Ich mache mir jetzt nämlich mal eine Kette um und mache sie auch zu kurz. Wie wirkt es auf dich? Bisschen wie Hundehalsband, oder? Damit wäre natürlich der Schnitt, wenn ich den da hätte, super verdeckt. Aber was passiert noch? Der Hals wird sehr verkürzt, das Gesicht wird optisch breiter. Und wenn du dann auch noch einen etwas größeren Busen hättest, schau mal, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, wird er optisch vergrößert, weil der Abstand von hier bis hier unten jetzt sehr groß ist und die Flächigkeiten sich verändern. Und das hat einen großen Einfluss darauf. Frag dich also konkret, was würde passieren, wenn dein Schönheitsfehler wirklich sichtbar wäre? Nix, oder? Im Gegenteil. Und ich finde, im Fall von der Schilddrüse gibt es so viele andere Betroffene, die denken, ach, die hat auch sowas. Ne? Und dann hat man gleich eine Ebene. Und die, die das nicht haben, haben es auch schon so oft gesehen und verschwenden da in der Regel keinen weiteren Gedanken dran. Bei mir selber ist aufgefallen, dass mich manchmal Leute auf dieses Feuer mal angesprochen haben, die mich schon jahrelang gekannt haben. Auf einmal fragen sie, oh, hast du da einen Sonnenbrand oder vielleicht eine allergische Reaktion wegen der Kette, gerade wenn ich diese trage mit dem Metall? Und am Anfang fand ich das total komisch, weil ich dachte, das müssen die doch immer schon als allererstes gesehen haben. Nö, haben sie aber nicht. Und selbst ich, die ja schon durch meinen Beruf auf Beobachtung getrimmt bin, ich sehe die Probleme meiner Kunden oft auch gar nicht, bis sie mich darauf aufmerksam machen. Das liegt daran, dass ich ihr Leib nicht als Problem wahrnehme oder einfach andere positive Attribute mir viel stärker aufgefallen sind. Und wenn ich dann ehrlich meine Wahrnehmung schildere, dann sind sie oft total überrascht und merken, dass das Problem eher in ihrer eigenen Wahrnehmung liegt und nicht im Außen. Also frag doch einfach mal Leute, die du gut kennst und wo du weißt, dass sie ehrlich und offen sind, wie sie das bei dir sehen. Du wirst sehen, das entspannt. Punkt Nummer 2. Lenke den Blick woanders hin. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel von der Narbe und der Schilddrüse. Es ist viel sinnvoller, eine Kette zu tragen, die ein bisschen weiter weg ist und die vielleicht einen schönen Anhänger hat, so wie hier. Dann kannst du den Blick ganz weit weg vom Problem hinziehen. In meinem Fall wäre es natürlich nicht sinnvoll, wenn ich die Kette genau hier auf mein Feuermal setzen würde, weil dann würdest du da nämlich hingucken tatsächlich. So, und letztens hatte ich ein Fernsehinterview, da hat die Maskenbildnerin alles überschminkt. Ich habe es einfach mal machen lassen, weil ich es auch interessant fand. Es hat sehr lange gedauert und am Ende war die Haut wunderbar glatt, aber trotzdem ist es aufgefallen, weil an der Stelle alles ganz gleichmäßig war. Aber im Sommer ist meine Haut sehr unterschiedlich pigmentiert und da war so ein Fleck, der ganz gleichmäßig war. Naja, kann man machen, muss man aber nicht.
warum also so viel Zeit in etwas ja, investieren, was eigentlich nicht viel bringt. Also da bin ich pragmatisch und lasse es lieber. Punkt Nummer 3, akzeptiere deinen vermeintlichen Schönheitsfehler. Das war für mich ehrlich gesagt der Schlüssel. Was ich nicht ändern kann, das sollte mich auch nicht verrückt machen. Und genauso kann ich dir auch nur Mut machen, deine eigenen Herausforderungen anzunehmen, egal wie klein oder groß sie sind. Denn gerade dann, wenn du sie eigentlich nicht lösen kannst, dann ist es besser zu akzeptieren. Aber es ist ein großer Unterschied zum Resignieren. Akzeptieren statt resignieren. Punkt Nummer 3. Vielleicht bekommst du zu einem anderen Zeitpunkt auch die Gelegenheit, natürlich aktiv etwas an deiner Misere zu ändern. Ja? Zum Beispiel durch einen gesünderen Lebensstil, wenn du ein bisschen zu viel Bauch hast oder sonst etwas. Und ich erlebe das ganz häufig, dass Leute das auch schaffen und damit richtig viel positiven Schub bekommen. Aber was ich auch erlebe, ist, dass alle die mit ihrem Bauch, mit ihrem Busen oder sonst was hadern, versuchen, alles zu verdecken und sie machen es eigentlich schlimmer. Dazu haben wir dir Videos verlinkt, einmal zum Thema Bauch, einmal zum Thema Oberweite. Und du wirst sehen, und vielleicht erkennst du dich auch wieder, dass wir in der Regel diese Verdeckungstaktik oder Verhüllungstaktik machen. Und auch für die Herren gibt es ein Video zum Thema Hemd in die Hose rein oder raus. Auch das hat ja mit dem Thema Bauch zu tun. Und da kannst du dir noch ganz viele andere Inspirationen holen. So, und ich denke mal, bei uns Frauen hat es nochmal eine andere Herausforderung, weil wir uns einfach auch gerne vergleichen. Und gerade mit den sozialen Medien, ne, bei Insta und Co. oder im Fernsehen, sind die Frauen super stark geschminkt. Sie arbeiten mit Filtern, mit Photoshop. Naja, und viele sind auch aufgrund des großen Drucks operiert. Vergleich dich einfach nicht mit denen. Lass es sein. Punkt Nummer 4. Überlege dir humorvolle Antworten. Die Menschen sind ja in der Regel von Natur aus neugierig. Die wollen einfach wissen, was da los ist. Sie wollen dich nicht immer verletzen oder böse sein. Die denken da einfach nicht drüber nach. Deshalb liegt es ein Stück an dir, wie du mit den Kommentaren umgehst. Und da konnten mein Mann und ich in diesem Sommer ganz viel üben. Denn er ist wirklich ganz schwer gestürzt mit dem Rad, hat sein ganzes Handgelenk stark zertrümmert gehabt und musste diese schöne Reverse-Kleinertschiene tragen. Schau mal, krass, was wir da wirklich gehört haben und was für Kommentare kamen. Am Anfang konnte ich diese Distanzlosigkeit kaum fassen, tatsächlich. Aber wieder, wie gesagt, warum aufregen? Wir haben es dann eher lustig genommen und kamen dann eben mal vom Filmset des neuen Star Wars Films und so weiter. Ja, und auch wenn ich auf mein Feuer mal angesprochen werde, dann sage ich ganz selbstbewusst, weil ich nehme das auch so wahr, das ist mein einziger Schönheitsfehler. Ja, und dann ist das Thema durch. Du siehst, du kannst selber etwas steuern, du musst dich nicht grämen. Und auch wenn du ein größeres Problem hast, wenn du im Rollstuhl sitzt, wenn irgendwie so etwas ist, dann nimm es einfach trotzdem so an und sei selbstbewusst damit. Und gerade die ihr alle perfekt seid, wenn ihr zuguckt und ihr habt gar keinen Schönheitsfehler und bis hierhin jetzt weitergeguckt habt, dann überlegt doch einmal, ob ihr jemand wirklich wegen eines Makels ansprecht und verspottet oder seid doch einfach dankbar, dass es so euch so gut getroffen hat. In diesem Sinne, genießt das Leben und freut euch dran.